Einen wunderschönen und vor allem bunten und ereignisreichen Abend wünsche ich euch. Wieder einmal Dienstag, 21 Uhr. Und was gibt es da Besseres, als sich entspannt zurückzulehnen im Sofa und ein kleines bisschen dem zuzuschauen, der euch das Neueste, Spannendste und natürlich Packendste aus der Welt der PlayStation 3 präsentiert, nämlich ich. Ich freue mich ganz besonders, auch heute wieder ein Feuerwerk der guten Themen, der tollen Laune und natürlich der fantastischen Spieletitel für euch vorbereitet zu haben. Und das Ganze startet heute unmittelbar dann gleich auch mit dem Spiel des Tages, nämlich Burnout Paradise. Viele von euch haben es vielleicht schon gesehen, aber noch niemals wurde es so grandios, kompetent und nach dabei unterhalten vorgestellt wie heute Abend von mir. Das Ganze natürlich den Burnout-Fans da draußen noch nicht wirklich eine geheimnisvolle Neuerung, sondern einfach nur die fünfte Fortsetzung einer Serie, die tatsächlich Geschichte geschrieben hat. In dem Sinne, dass mit Burnout das Genre der Arcade Racer absolut neu definiert wurde und im Thema Geschwindigkeit bis jetzt absolut noch ungeschlagen ist. Ob die Geschwindigkeit auch jetzt bei Burnout Paradise das absolut herausragende Merkmal ist oder ob vielleicht die Jungs von Criterion sich neue Sachen überlegt haben, mit denen sie die geneigte Fangemeinde da draußen erfreuen mag. Das Ganze heute bei mir in der Vorstellung von Burnout Paradise. Daneben gibt es aber auch noch einen grandiosen Blu-ray-Film, den ich euch heute Abend vorbereitet habe, nämlich 28 Weeks Later. Die Fortsetzung von 28 Days Later. Ein Zombie-Film der ganz besonderen Art und vor allem ein Zombie-Film, der anders als die Tradition der in letzter Zeit erschienenen Zombie-Filme das Genre auch wieder richtig bierernst nimmt und wo es wirklich darum geht, was Zombie-Filme immer so populär gemacht hat, nämlich Zombies, die nicht lachen und auch niemanden zum Lachen bringen wollen. Und deswegen das Ganze heute in einer natürlich entschärften Fassung, die ich euch gegen Ende der Sendung noch mal ein wenig näher präsentieren mag. Das nichtdestotrotz aber auf jeden Fall ein Grund, noch weiterhin dran zu bleiben. Dazu gibt es noch einige fantastische News aus der Welt der PlayStation 3 und natürlich das gewohnte Potpourri an tollen Themen, was sonst noch dazugehört. Starten möchte ich heute aber mal mit etwas, was in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil man, und das ist eine Neigung, die viele Menschen haben, vielleicht das Alltägliche schon viel zu, wie soll ich sagen, als zu alltäglich annimmt, deswegen heißt es ja wahrscheinlich auch alltäglich, und sich keine Gedanken darüber macht, was man denn im Alltäglichen vielleicht ein klein bisschen auch mal ändern könnte, um da neuen Pfiff hereinzubekommen. Ihr denkt euch, was schwafelt der alte Mann da im Fernseher? Kein Problem, ich zeige es euch, denn es geht darum, dass ihr bei der PlayStation 3 nicht nur die Spiele spielen, nicht nur die Filme gucken, nicht nur die Musik hören und so weiter könnt, sondern auch den Look der Menüführung und natürlich vor allem der Cross-Media-Bar anpassen könnt. Das ist ein Feature, was mir vor einiger Zeit mal per Zufall wieder auch aufgefallen ist. Und nichtsdestotrotz für euch aber definitiv ein Thema, was ich euch noch kurz vorstellen möchte. Denn, wie so oft im Leben, die versteckten Geheimnisse sind manchmal die kleinen, aber doch feinen Dinge, die unseren Alltag so lebenswert machen. Und deswegen starten wir direkt mal genau damit, was ich gerade jetzt ein wenig vielfarbig euch beschrieben habe, denn wie so oft sieht man an den Bildern direkt am besten, was man damit gemeint hat. Und ich starte, man sieht, ich hatte das Spiel schon vorbereitet, das ist natürlich immer eine unglaubliche Professionalität, die ich da an den Tag lege. In dem Falle hat sie mir aber einen kleinen Strich durch die übergangslose Moderation gemacht. Nichtsdestotrotz, völliges anderes Thema, aber das Geile ist halt, vor der Sendung saß ich die ganze Zeit hier und hab das Lied, was wir jetzt gerade im Hintergrund hören, schon im Kopf gehabt und ich habe schon allen gesagt, okay Leute, das ist der Ohrwurm des Tages, das werde ich definitiv nicht mehr rauskriegen. Natürlich Guns N' Roses, Paradise City, der erste wirklich große Erfolg von Guns N' Roses. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, die Band und das Lied. Passt natürlich zu dem Titel Burnout Paradise wie die Faust aufs Auge. Ja, aber ich glaube, ich krieg's echt nicht mehr aus dem Kopf. Nee. Abgesehen davon, Cross-Media Bar, das ist die fantastische Schaltstelle der PlayStation 3. Inwiefern da fantastisch wirklich angebracht ist, kann jeder selbst entscheiden. Gibt ja sehr unterschiedliche Meinungen über das Design und vor allem auch die Funktionalität der Cross-Media Bar. In Anlehnung an das PSP-Menü haben sie es von Sony einfach übernommen für die PlayStation 3 und ich gehe mal davon aus, dass auch in Zukunft in vielen anderen Geräten der Sony Corporation uns entgegenspringen wird. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, dann finde ich es aber tatsächlich relativ intuitiv, wie man durch das Menü jeweils durchkommt. Und hier haben wir natürlich die bekannten Features, alle, die ich auch schon mehrfach vorgestellt habe. Das, was ich jetzt aber euch zeigen will, findet sich unter Design-Einstellungen. Und da könnt ihr
neben dem Originaldesign, was wir alle kennen und was sich ja auch je nach Tageszeit bzw. auch je nach Jahreszeit farblich immer ein bisschen anpasst, kann man jetzt nämlich auch sich die verschiedensten Designs teilweise kostenlos vom PlayStation Store herunterladen. Ich habe hier mal ein paar geholt, die eigentlich sich ganz interessant angehört haben und vor allem die auch kostenlos waren. Und da sieht man schon, wie das Ganze sich auswirkt. Hier sehen wir nämlich unter anderem bei dieser Airbrush-Designerstellung, wie die Zeichen jetzt hier mit so, ja, wie soll man es beschreiben? Sieht so ein bisschen aus, wie wenn man mit der Wunderkerze im Dunkeln irgendwelche Symbole macht. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist dieser ziemlich merkwürdige Regenbogen und sowas. Also nicht so richtig mein Ding. Aber es gibt für jeden Geschmack wirklich genau das, was man gerne möchte. Und mir persönlich, und das ist tatsächlich eine rein persönliche Meinung, hat dieses Retro-Design richtig gut gefallen, weil es wirklich absolut diesen Look hat von ja einer alten Fernsehröhre, wo man dann hier auch an den Seiten die Rundungen von der Bildröhre irgendwie erkennen kann, wo man teilweise schon das pixelig-grüne Darstellungsdingen der einzelnen Symbole sieht. Also das fand ich irgendwie sehr cool. Ist aber auf Dauer auch nicht wirklich praktikabel, weil es dann doch, weiß ich nicht, auf HD-Fernseher dann irgendwie eine alte Röhre simulieren. Macht Sinn oder auch eher dann nicht. Eine Sache, die mir gar nicht gefallen hat, die muss ich natürlich auch zeigen, wodurch ich euch einfach warnen kann, denn ne, was der alte Mann euch zeigt, das könnt ihr euch dann ersparen, ist diese Nummer mit den Pixeln. Finde ich eigentlich eine lustige Sache. Hat so ein bisschen was von Dot-Matrix. Von den Symbolen her, ist aber viel zu hell. Man erkennt die Schrifttype gar nicht mehr. Ich meine, es kann sein, dass man die auch noch irgendwo ändert. Ich habe geguckt, man kann sie von der Art ändern, aber die Farbe kann man nicht ändern. Insofern erkennt man jetzt hier wirklich überhaupt nicht mehr, was man da alles einstellen kann. Und das führte bei mir dann einfach doch dazu, muss ich zugeben, ich könnte ja die Farbe nochmal ändern. Ach nee, aber das bezieht sich nur auf das Originalding. Genau. Ne, da könnte man jetzt hier die Originalfarbe ändern, aber ihr seht schon, funktioniert alles nicht. Hintergrund könnte man auch noch machen. Könnte man jetzt ein Hintergrundbild nehmen. Das finde ich auch immer mal ganz nett. Kann man zum Beispiel dieses Bild, was ich bei mir drauf habe, benutzen. Oder, und das kann ich am Ende des Tages tatsächlich dann allen empfehlen, sich doch wieder für das Originaldesign zu entscheiden. Gehen wir einfach mal drauf. Patz. Und dann haben wir es wieder so, wie wir es kennen und lieben. Und nichtsdestotrotz möchte ich dieses Feature euch allen mal ans Herz legen. Überlegt euch doch einfach mal, was ihr vielleicht für ein fantastisches Design für euren PlayStation 3 Hintergrund haben wollen würdet. Also für die Cross Media Bar. Wenn ihr da grandiose Ideen habt, schickt die doch einfach mal. Schickt die an michael@giga.de. Ich freue mich immer über Post. Nächste Woche mache ich tatsächlich auch nochmal ein etwas größeres E-Mail-Feature, weil mich in den vergangenen Wochen oder in den vergangenen Tagen tatsächlich sehr, sehr viele Fragen und sehr, sehr viele Vorschläge auch ereilt haben und mir in meinem Postfach reingeflattert sind. Da werde ich mal ein paar Sachen zur Diskussion stellen, inwiefern ihr Inhalte der Sendung mehr ausweiten wollt oder halt auch einfach neu implementieren wollt. Zum Beispiel die Community Top 5, die es ja bei meinem charmanten Kollegen, dem Colin Gable, in der 360-Sendung auch schon gibt. Da habe ich mehrere Anfragen bekommen, inwiefern das nicht auch was wäre, was man bei P3 machen könnte. All diese Sachen, wie gesagt, in der nächsten Woche für euch eine kleine Fragestunde bzw. die Möglichkeit, eure Lieblingssendung, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, mit zu gestalten. Also das Ganze an michael@giga.de und jetzt schicke ich euch erstmal ganz kurz in eine Werbeunterbrechung. Danach sehen wir uns aber wieder und dann starte ich, und ich verspreche es, sofort mit Burnout Paradise. Take me down to the paradise city and the grass is green. Nee, where the grass is green and the girls are pretty. Singen kann er nicht, aber er kann eine Spieleverpackung hochhalten. Und das ist eine Fähigkeit, die ich nur durch jahrelanges, eisernes Training mir erarbeiten konnte. Und deswegen möchte ich das an dieser Stelle auch zur vollen Gänze und Güte hier mal ein bisschen ausleben. Also, diese Spieleverpackung beinhaltet natürlich ein Spiel namens Burnout Paradise. Ich habe es gerade bei der Einleitung schon mal ganz kurz zusammengefasst. Der fünfte Titel in einer Reihe von äußerst erfolgreichen Spielen aus dem Hause Criterion. Die Jungs haben wirklich nicht nur grafisch, sondern tatsächlich auch spielerisch das Genre komplett neu definiert und haben wirklich den Arcade Racer auf
ja, doch Platz 1 in der Publikumsgunst gehievt. Und bis jetzt hat es auch noch niemand geschafft, das genau so umzusetzen, wie das die Burnout-Serie geschafft hat. Ich meine, es gibt immer noch so Sachen wie Need for Speed Underground und ähnliches, die teilweise, also die nicht nur teilweise, die auch früher schon da waren, aber Burnout da wirklich eine komplett andere Nische besetzt und vor allem die Effekte sehr in den Vordergrund rückt. Also dieses Geschwindigkeitsgefühl ist absolut ungeschlagen und halt auch, was Grafik und ja, sonstige Farb- bzw. Crash-Effekte anbelangt, ist Burnout absolut der Genre-König. Und man muss jetzt mal gespannt sein, und wir werden das jetzt mal kontrollieren, inwiefern Paradise an dieser Tradition etwas ändert oder eventuell die Tradition grandios weiterführt. Deswegen folgt mir einfach mal. Wir starten, indem wir zuerst mal hier Guns N' Roses, nein, ich wollte sie eigentlich, genau, Guns N' Roses ein bisschen abstellen, und sobald das Spiel startet, werden wir auch sehen, was tatsächlich die allergrößte Neuerung bei Paradise ist, und das ist nämlich die Stadt selber. Wir erinnern uns, bei den Vorgängern war es immer so, dass man von Event zu Event quasi gekommen ist. Man hat dann seine Medaillen machen müssen. Also Bronze, Silber, Gold gab es dann immer. Dann hat man, wenn man genug Medaillen gesammelt hat, hat man ein neues Level erreicht, hat dann neue Wagen freigeschaltet bekommen und so weiter und so weiter. War sehr linear und war auch sehr strikt vorgegeben, was so die Karriere in Anführungszeichen anbelangt. Und aber auch was die ganzen anderen Events wie Crash-Events und so weiter anbelangte. Die waren immer im Menü auswählbar, dann ist man draufgegangen, ist das Rennen gefahren und dann konnte man bei der Karte, bei dieser World Map, die es dann bei den Nachfolgern gab, konnte man immer auswählen, wo man denn jetzt hinwollen würde. Jetzt hier bei Paradise ist es tatsächlich so, dass die City unglaublich wichtig ist, und ja, bevor ich jetzt alles zu sehr totrede, zeige ich doch einfach mal, worum es dabei geht, wenn ich von einer offenen Stadt spreche. Und hier seht ihr auch schon sofort. Einsam und alleine durch die Stadt fährt. Sieht so aus, als ob er boostet. Und ab. DJ Atomica oder Atomic, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ist die äußerst penetrante, nichtsdestotrotz natürlich unglaublich sexy Kommentatorin des Spielgeschehens, die euch zum Teil Sachen über die verschiedenen Features erklärt, zum Teil einfach auf das Spielgeschehen zu sprechen kommt. Und hier haben wir natürlich auch wiederum ein Feature gesehen, was bei keinem Burnout-Spiel fehlen darf, nämlich die wirklich optisch sehr imposante Physik-Engine, die, wenn man größere Crashs macht, wie jetzt hier, halt in so eine Action-Cam geht und mit dieser Action-Cam halt sehr sehr optisch eindrucksvoll das ganze Geschehen nochmal in Szene setzt. Und da sieht man auch, dass natürlich bei Paradise erwartungsgemäß sich das ganze Schadensmodell nochmal richtig üppig, ich drehe mal hier so die Kamera ein bisschen rum, dann sieht man auch mal das Auto von vorne und so weiter und so weiter. Also da haben sie nochmal richtig dran geschraubt, also kann man nicht anders sagen. Da sieht wirklich jede Beule nicht unbedingt realistisch, aber imposant aus. Und auch die ganzen Glanzeffekte, die Automodels an sich und so weiter und so weiter. Also grafisch absolut die Erwartungen erfüllt mit Paradise. Insofern können wir da den ersten Checkpoint direkt abhaken. Guckt auch allein mal die Aufhängung, ne? Also die da, wie das Auto dann nochmal nachschwingt. Und halt auch, wie sich der Lack da so abgekratzt hat komplett. Wie dann teilweise das blanke Metall zum Vorschein kommt. Hier von vorne natürlich völlig heftig anzuschauen, das Ganze. Ja, gefällt mir sehr gut. Und bringt uns natürlich unmittelbar auch zum zweiten zu testenden Feature, nämlich die Geschwindigkeit. Und dafür benutze ich jetzt einfach mal den Boost, der natürlich auch bei Paradise nicht fehlen darf. Und da sieht man dann doch auch sehr schnell, ja, also geschwindigkeitstechnisch ist Paradise absolut in einer Liga mit den Vorgängern. Achtet mal, das kann ich im Moment nicht machen, achtet mal auf die Ränder, so wenn dann die ganzen Objekte dann den leichten Blur kriegen, so einen leichten Blur kriegen und dadurch dann diesen Eindruck von Geschwindigkeit auch nochmal unterstützen. Sieht richtig, richtig klasse aus. Und das Auto, was ich hier fahre, gehört jetzt noch nicht mal unbedingt zu den allerschnellsten.
Also da ist tatsächlich dann noch einiges drin. Hier, oh, da habe ich die Einfahrt verpasst. Wollte ich euch gerade mal zeigen. Und zwar ist das auch ein neues Feature bei Paradise, dass ihr am Wegesrand in dieser freien Stadt immer wieder... Ach nee, da vorne ist er. Moment, hat er mich jetzt... Der Rücksetzpunkt war ein bisschen weiter hinten, als ich gedacht hatte. Gibt es immer so durchfahrbare Stationen. Die sehen alle aus wie eine Tankstelle, sind aber die unterschiedlichsten Teile. Hier zum Beispiel handelt es sich um eine Lackierstation quasi, die mit zu den eher unnötigen... Nein, ah, die Werbetafel verpasst. Damn. Zu den unnötigeren Dingen führt, gehört, wollte ich sagen. Weil da bekommt ihr einfach eine neue Farbe. Es gibt daneben noch Tankstellen, da bekommt ihr einfach extra Boost. Es gibt dann hier noch die Auto-Repairs, die bei einigen Rennevents unglaublich wichtig sind. Vor allem bei Marked Man, ein Modus, bei dem es darum geht, dass ihr eine vorgegebene Strecke absolvieren müsst und aber von allen Gegnern verfolgt werdet und die teilweise echt heftig zur Sache gehen. Da braucht ihr diese Werkstätten sehr, sehr oft, um einfach überleben zu können. Also ich habe es noch kein einziges Mal geschafft ohne... Oh, das ist sehr gut, was ich jetzt... verdammt. Ein weiteres Feature, und ihr merkt, bei Paradise gibt es eine Menge an neuen Features. Ein weiteres neues Feature ist jetzt gerade hier an mir vorbeigefahren, nämlich das Auto, was ihr da gerade kurz gesehen habt, ist ein Auto, was ich mir quasi mit dem letzten Rennsieg freigespielt habe. Ich bekomme die Autos aber nicht automatisch, sondern muss die Autos erst suchen und muss, wenn ich sie gefunden habe, muss ich halt einen Takedown an denen veranstalten. Also ich muss sie halt einfach so lange rammen, bis sie kaputt sind. Und sobald sie kaputt sind, kommen sie dann auf den Junkyard, also auf den Schrottplatz und können dann von mir angewählt werden. Finde ich eigentlich ein cooles neues Feature, um neue Autos zu bekommen. Also entweder erhaltet ihr halt neue Autos, wenn ihr neue Lizenzen freigeschaltet habt, also durch Rennsiege und Eventsiege und ähnliches. Oder halt nach einzelnen verschiedenen Events bekommt ihr solche neuen Autos, die ihr halt rammen müsst, um sie dann im Auswahlmenü auch anwählen zu können. Insgesamt gibt es 75 Autos. Ich habe jetzt, glaube ich, 5. Also noch ein weiter Weg, der da vor mir liegt. Zurück. Ah, da ist der Junkyard. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Das könnte man fast meinen, das hätte ich jetzt geplant. Ne? Unglaublich. Unglaublich, diese Vorbereitung. Genau, Junkyard, da sind die ganzen Autos, die ihr quasi freigeschaltet habt, beziehungsweise freigeschaltet habt. Und die unterteilen sich auch in verschiedene Klassen oder Autoklassen. Wir sehen jetzt hier der Cavalry, das war glaube ich das erste Auto, was ich bekommen habe. Das ist ein Stunt-Auto, also der Boost-Typ ist Stunt. Dann habe ich jetzt hier den Mesquite, mit dem ich gerade gefahren bin. Das ist Boost-Typ Crash. Der SI7 ist Boost-Typ Tempo, also ein Rennauto eigentlich. Oder hier der Vegas ist auch wieder ein Stunt, allerdings mit besserer Stabilität als der andere, den ich da hatte. Diese verschiedenen, Ich nehme mal den hier. Die verschiedenen Boost-Typen sind deswegen wichtig, weil sie tatsächlich was darüber aussagen, wie ihr mit dem Auto boosten könnt. Ein Stunt-Auto boostet, oder da könnt ihr den Boost aufladen, indem ihr gute und viele Stunts macht. Ein Crash-Auto natürlich, in dem ihr andere Autos crasht. Und bei den Speed-Typen ist es tatsächlich so, dass ihr anders als bei den anderen, und insofern sind sie tatsächlich was sehr Spezielles, nicht boosten könnt, wenn das Boost-Meter noch nicht voll ist. Also ihr seht jetzt hier gerade unten, das füllt sich zwar immer mehr, aber ich kann im Moment nicht boosten. Also egal wie oft ich X drücke, passiert ja nichts. Sobald die aber einmal voll ist und ich dann booste, und das wirklich permanent durchmache, dann seht ihr hier Burnout. Das heißt, dass solange ich es nicht crashe und die ganze Zeit quasi mit Boost fahre, erneuert sich das immer wieder automatisch von vorne. Das ist ein Vorteil, wenn es darum... Oh, da ist wieder das Auto, was ich rammen könnte. Kann ich mal probieren, wobei ich halt mit dem Auto jetzt hier echt gegen die fette Karre... Ja! Der Krieger Pioneer wurde zu deinem Schrottplatz geliefert. Genau. Sieht ein bisschen aus wie der Audi Q7, ne? Vor allem auch das Symbol vorne sieht vor allem genauso aus. Ja, jetzt war der Boost aber unterbrochen, dadurch, dass ich quasi das andere Auto gerammt habe und auch einfach dann
ja, ein neues Event ja freigeschaltet habe quasi. Und dann war es wieder weg, muss ich erst wieder aufladen und jetzt kann ich aber wieder komplett Gas geben. Hier, Tankstelle, einfach mal fix Boost getankt und so weiter und so weiter. Ich war bei den Vor- und Nachteilen dieses Boost-Typs stehen geblieben. Wieso war es kein Burnout? Verdammt. Der Vorteil ist natürlich, dass ihr unendlich Boost habt. Der Nachteil ist, dass ihr bei so Stunt-Events vor allem, bei Stunt-Events nicht einfach mal einen kurzen Zwischenboost einlegen könnt, den ihr vor allem dann benötigt, um die Kombos miteinander zu verbinden. Sondern halt immer warten müsst, bis die Leiste voll ist und dann eigentlich auch nur permanent boosten könnt. Also, Vorteile, Nachteile, wie so oft im Leben. Man muss einfach für jedes Event dann immer auch den richtigen Typus wählen. Diese Werbetafeln, habt ihr auch gerade gesehen, ist eigentlich nur relevant für Leute, die ja so 100% ausleben wollen. Denn es geht darum, dass, ich glaube, insgesamt gibt es 120 Werbetafeln im Spiel. Und wenn ihr alle gefunden habt, passiert wahrscheinlich irgendwas Tolles. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was dann passiert. Aber ich gehe mal davon aus, dass es grandios ist und ihr es nicht bereuen werdet, einige wichtige Lebensstunden darauf verwandt zu haben, das Ganze frei zu machen. Hier auch immer eine Sache, die ich halt bei Burnout schon immer cool fand. Ihr seht das Ende auf euch zukommen, zum Beispiel ein Auto, eine Mauer oder sonst was, aber es geht dann so schnell, dass ihr es zwar kommen seht, aber nicht mehr wirklich darauf reagieren könnt. Das passiert mir bei Burnout schon relativ häufig und ich hoffe, das liegt nicht daran, dass meine Reflexe mit dem Alter abgenommen haben. Hier, da bin ich schon mal durchgesprungen. Insofern nichts Neues zum Freischalten. Ja, Boost-Typen, wie gesagt, eine Neuerung bei Paradise ist in Ordnung. Fällt mir eigentlich ganz gut, weil es halt auch ein bisschen so die Wahl der Autos tatsächlich auch relevant macht. Darüber hinaus gibt es nämlich nicht wirklich Gründe, jetzt einen Boost-Typ zu bevorzugen oder einen Autotyp zu bevorzugen oder nicht, weil die letztlich nicht wirklich groß unterschiedlich sind. Und das finde ich eigentlich auch schon fast wieder ein Manko. Denn man kann eigentlich sich auf ein Auto spezialisieren oder einfach ein Auto nehmen und damit dann quasi alles absolvieren, was das Spiel an Herausforderungen für einen hat. Es gibt nur ganz, ganz selten wirklich Sachen, die mit einem Auto nicht wirklich gut zu machen sind. Dazu gehören halt so Takedown-Geschichten, die sind halt mit dem Auto nicht so wirklich clever umzusetzen, weil es halt doch einfach ein bisschen zu leicht ist, aber komm, gib Gas. Hallo? Mit dem Auto halt nicht so wirklich clever umzusetzen, da ist es dann sinnvoller, wenn man eine von den doch etwas robusteren Varianten sich aussucht. So, ich fahre jetzt hier die ganze Zeit eigentlich in einer ziemlich unbelebten, eher ländlichen Gegend herum. Zwar jede Menge Gummi und Benzin in Paradise City, aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns keine Gedanken um die Umwelt machen. Seht euch die Windkrafträder in den Bergen an. Die Windfarm ist eine unserer Event-Locations. Wenn ihr die Burnout-Elite-Lizenz haben wollt, führt kein Weg an der Windfarm vorbei. Ja, solche Informationen kommt ihr zwischendurch dann auch immer mal wieder von DJ Atomica, die, man kann sich darüber streiten, inwiefern sie eine sexy Stimme hat, aber auf jeden Fall informativ ist und zum Glück auch nicht so penetrant oft vorkommt, dass man jetzt, wenn man sie nicht mag, allzu genervt von ihr wäre. So, ich fahre, das hatte ich gerade kurz angesprochen, die ganze Zeit hier in dieser doch eher unbelebten Gegend herum und habe euch noch gar nicht gezeigt, wie es denn funktioniert mit den ganzen Events, wie ich die denn freischalte, wie die Rennen starten und so weiter und so weiter. Das hat einen guten Grund. Das hebe ich mir nämlich für die zweite Präsentation gleich auf. Vorher gibt es aber für euch noch einen ganz kurzen Ausritt in die Welt der Neuigkeiten rund um das, was wir PlayStation 3 nennen. Und dabei wünsche ich euch viel Vergnügen. Wir sehen uns gleich wieder. Dann gibt es eine kurze Werbung und dann gibt es aber das, was ich gerade kurz in Aussicht gestellt habe, nämlich jede Menge Events und vor allem eine posierende Stadt namens Paradise. Jetzt erstmal zu den News. PlayTV vorgestellt. Dass die PlayStation 3 ein Multimedia-Gerät der allerersten Güte ist, dürfte bekannt sein. Doch nun soll die Next-Gen-Konsole noch mehr Fähigkeiten bekommen. Bereits in diesem Jahr soll es möglich sein, die PS3 als DVB-T-Receiver zu verwenden. Wie ein neues Video zeigt, kann man wahlweise das Fernsehprogramm in normaler oder HD-Qualität ausstrahlen. Außerdem gibt es einen Programmführer, der bereits 7 Tage im Voraus Serien aufzeichnen kann.
Neues Bundle mit 2 Controllern und 2 Spielen. Nachdem Sony bereits im letzten Sommer mit einer Bundle-Aktion um neue Kunden warb, gibt es nun ein neues Starter-Paket. Für rund 500 Euro bekommt ihr ab dem 15. Februar neben der PlayStation 3 auch 2 Six-Axis-Controller und das Action-Adventure Uncharted Drake's Schicksal. Das ist aber noch nicht alles. Ihr habt nämlich noch die Wahl zwischen Need for Speed Pro Street und MotorStorm. Call of Duty 4 Modern Warfare. Neue Maps im Anmarsch. Activision gab vor wenigen Tagen bekannt, dass es zum Ego-Shooter Call of Duty 4 Modern Warfare neue Multiplayer-Karten geben wird. Allerdings sind bis jetzt nicht allzu viele Informationen durchgesickert. Weder ist bekannt, wie viele Maps angeboten werden, noch wie teuer das Paket werden wird. Nur ein ungefähres Release-Datum wurde preisgegeben. Im Frühling sollen die Karten auf dem PlayStation Network zur Verfügung stehen. The Best-Serie für die PS3. Es ist immer erfreulich, wenn man für etwas ältere Spiele nicht mehr den vollen Preis zahlen muss. Was auf der PlayStation 2 mit der Platinum-Serie begann, soll nun auf der PlayStation 3 mit der The Best-Serie fortgesetzt werden. Vorerst dürfen nur Japaner für umgerechnet 24 Euro diverse PS3-Starter-Titel, wie zum Beispiel Resistance, Fall of Man, Ninja Gaiden Sigma oder Ridge Racer 7 käuflich erwerben. Eine Budget-Reihe für Europa ist laut Sony ebenfalls sehr wahrscheinlich. Das sind doch auf jeden Fall Neuigkeiten, die unser Portemonnaie erfreuen werden. Ich bin mal gespannt. Mittlerweile ist es aber immer noch so tatsächlich, ja, dass die beiden Titel, die auch gerade genannt wurden, MotorStorm und Resistance, dass das ja auf jeden Fall noch Sachen, wobei MotorStorm war es glaube ich gar nicht, war Resistance, ne? Resistance und Ridge Racer, genau. Aber dass ja auf jeden Fall noch Titel sind, die auch immer noch in den Top 10 der Verkaufscharts sich finden lassen. Und wenn das Ganze dann hier auch für unter 30 oder knapp 30 Euro in den Handel käme, fände ich richtig super, weil reden wir nicht drum rum, also um die 70 Euro für so ein PS3-Spiel, das ist schon ganz schön happig. Zumal auf den Konkurrenzsystemen, wo die Spiele teilweise genauso gut aussehen oder teilweise auch ruckelfreier laufen, wie Xbox 360 oder auch PC-Konvertierungen, die Spiele deutlich günstiger sind, vor allem beim PC, wo man, keine Ahnung, was zahlt man für ein PC-Spiel? Irgendeiner PCler hier? 40 Euro, 50 Euro? So 40, 50 Euro? Fragt man sich, warum das bei der PlayStation 3 so teuer ist. Das sind Fragen, da werde ich drüber nachdenken. Deswegen brauche ich ein klein bisschen Privatissime. Und ihr braucht ein klein bisschen Kaufempfehlungen. Deswegen schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe und machen ein bisschen Werbung. Bis gleich. So, schön, dass ihr dran geblieben seid. Zur Belohnung nehme ich euch jetzt mit nach Paradise City, wo das Gras grün und die Mädels hübsch sind. Wer das nicht verstanden hat, sollte vielleicht tatsächlich nochmal seinen MP3-Player mit Guns N' Roses bestücken. Alle anderen wissen genau, worum es geht und deswegen starten wir jetzt unmittelbar mit... Nein, obwohl wir vielleicht... Vorher zeige ich, bevor wir tatsächlich in der Stadt sind, möchte ich euch noch was zeigen und zwar... Es gibt die Möglichkeit, und die wenigsten von euch werden es wahrscheinlich ausprobiert haben, weil die wenigsten von euch eine PlayStation-Eye-Kamera haben. Da ich aber über eine solche verfüge, habe ich sie auch mal angeschlossen, denn ihr könnt auf eurer Fahrerlizenz ein Foto von euch drauf machen lassen. Alle anderen müssen mit irgendeinem Avatar oder sonst was leben. Ich habe tatsächlich ein fantastisch und natürlich der Tradition der Führerscheinfotos entsprechend hässliches Foto von mir gemacht und habe es da auf meiner Fahrerlizenz drauf. Finde ich ein nettes Gimmick, aber sich deswegen PlayStation Eye Cam zu kaufen, ist natürlich auch Unsinn. Nichtsdestotrotz, eigentlich eine ganz witzige Sache. Zusätzlich Fahrerinfo. Hier seht ihr vielleicht so ganz kurz die ganzen Sachen, die da mit der Statistik auch festgehalten werden. Also da sieht man auch mal, wie viele Events es insgesamt gibt. Da 120 Events gibt es, Smashes, 400 Smashes. Das sind so Abkürzungen quasi, wo ihr durch die Gitter durchfahrt. Und so weiter und so weiter. 120 Werbetafeln, habe ich gerade schon gesagt. 50 Supersprünge. Also ihr seht, da ist noch einiges. Ich habe gerade mal 9% von den Möglichkeiten des Spiels hier freigeschaltet. Und das ist alles andere als wirklich viel. So, in der Stadt ist wirklich eine Menge los. Also das ist nicht nur grafisch imposant, sondern auch tatsächlich inhaltlich äußerst vielfältig, was man hier alles so machen kann. Man findet die verschiedensten Abkürzungen, die verschiedensten Locations, wo man halt Sprünge machen kann, wo man also wirklich viel Zeit verbringen kann. Und das ist einer der Vorteile der freien Stadt jetzt bei Burnout Paradise. Aber da hört es für mich zumindest persönlich tatsächlich auch schon wieder auf. Also mir gefällt das
leidlich mit der Möglichkeit, jetzt hier in der Stadt komplett rumzufahren und die verschiedenen Events einfach freizuschalten. Aber da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf, wenn ich jetzt zum ersten Mal auch hier bei der heutigen Präsentation ein Event starte. Das geht übrigens ganz, ganz einfach. Ihr müsst einfach nur zu einer Ampel fahren. Und müsst dann, na komm schon. Na, was soll denn das? Müsst eigentlich nur gleichzeitig R1 und R2 drücken, genau. Die beiden aktivieren und dann starten die Events. Also an jeder Kreuzung, die ihr in dieser Stadt findet oder auch auf dem Land findet, gibt es die Möglichkeit. Ja gut, das ist natürlich das Verkehrteste, was ich hätte machen können mit dem Auto. Also an jeder Kreuzung gibt es tatsächlich die Möglichkeit, ein Event zu starten. Es gibt verschiedenste Events. Es gibt hier dieses Road Rage, bei dem es darum geht, Takedowns zu sammeln. Also gegnerische Autos so zu rammen, dass sie halt in den Gegenverkehr und man nicht selber in den Gegenverkehr knallen. Und da gibt es halt ein Ziel zu erfüllen. Ich glaube, hier waren es jetzt 3, die ich erfüllen muss. Dafür ist das Auto, was ich habe, aber richtig kacke. Nämlich, wir erinnern uns daran, ich kann nur boosten. Oh, verdammt, den habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Ich kann nur boosten, wenn meine Boostleiste voll ist. Und das ist halt in dem Fall, wo es halt des Öfteren mal dazu kommt, dass ihr zwischendurch mal kurz ausgeschaltet werdet. Mehr als unpraktisch, weil in der Zwischenzeit halt alle anderen Autos weg sind. Ja, dumm gelaufen. Den Rat deiner alten Freundin DJ Atomica. DJ Atomica, da haben wir doch zumindest auch ihren Namen nochmal gehört, das war super. Allein dafür hat es sich gelohnt. Ja, und das Auto war halt, also das Auto ist völlig ungeeignet für Road Rage. Da hätte ich halt doch ein deutlich robusteres Auto mir holen sollen. Deswegen habe ich das Event jetzt hier auch nicht gestartet. Gucken wir nochmal. Mark Mandy, das ist auch ganz schlecht mit dem Auto. Gucken wir, was haben wir denn? Ich will mal ein Rennen. Road Rage? Nein, ich will nicht Road Rage. Das kann doch nicht sein. Muss doch jetzt irgendwo nochmal ein Rennen geben. Markman? Nein, auch das will ich nicht. Ja, nochmal ganz kurz was zur Technik. Das Geschwindigkeitsgefühl bei Paradise kommt wirklich auch dadurch sehr gut zur Geltung. Na, da brauche ich ein spezielles Auto für. Dass das auch super flüssig läuft. Also, man hat es ja oft genug bei Rennspielen erlebt, dass es zwar unglaublich schnell aussah, aber okay, hier mit dem kann ich auch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Dass sie zwar relativ schnell aussahen, aber dann geruckelt haben oder dass das Spielgefühl halt einfach nicht so. Falscher Wagen, ja genau. Aber hier läuft das Spiel permanent flüssig mit 60 Bildern pro Sekunde. Ah, da habe ich doch endlich mein Rennen. Mit 60 Bildern pro Sekunde, absolut flüssig, wodurch das wirklich auch nochmal verbessert wird, dieses Geschwindigkeitsgefühl. Hier jetzt Riverside Run. So sind die ganzen Rennen aufgebaut. Also ihr habt wirklich keinerlei vorgegebene Strecke. Und das ist tatsächlich auch unmittelbar das größte Manko bei dem Spiel. Oder bei diesem Modus generell. Ja, jetzt klappt es mit den Takedowns, na klasse. Dass ihr quasi die ganze Zeit problemlos hier ein Rennen nach dem anderen machen könnt, aber boah, ich kann gerade nicht mehr reden, weil es halt doch ein bisschen schwierig ist, sich gleichzeitig darauf zu konzentrieren, hier zu fahren und euch inhaltlich ein bisschen was zu erzählen, weil, und darauf muss ich jetzt zu sprechen kommen, weil, ihr seht jetzt, ich bin jetzt gerade an erster Stelle, habe also keine Autos, denen ich hinterherfahren kann, ist sehr sinnvoll, weil man muss jedes Rennen auch wirklich gewinnen, um das Rennen zu gewinnen. Also zweiter oder dritter reicht einfach nicht. Aber dann habe ich das Problem, dass ich jedes Mal hier wieder auf die Karte zurück muss und eigentlich schauen muss, okay, welchen Weg fahre ich denn jetzt am besten, weil mir halt nichts angezeigt wird. Und das ist, also das unterbricht komplett so das Fahrgefühl, weil jetzt statisches Ding und wenn ich jetzt zurück zum Spiel drücke, bin ich wieder in dem Highspeed-Verfolgungsding und muss mir halt jetzt merken, okay, die vierte rechts. Aber das habe ich, bis ich da bin, wahrscheinlich auch sowieso wieder vergessen. Und muss jetzt eigentlich auch wieder hier rüber, weil ich nämlich, und jetzt muss ich wieder drücken, weil ich jetzt auch schon wieder komplett die Übersicht verloren habe. Und halt wirklich keine Ahnung habe, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Und das
Muss ich sagen, ja, also zieht so, ah nee, fahr am Ende, fahre ich einfach rechts. Okay, machen wir das doch einfach. Ah, ihr seht, was ich meine. Also diese Geschwindigkeitsunterschiede zwischen Menü und dann irgendwo wieder hier im Rennen sind halt enorm und in dem Moment, ja, Totalschaden gemacht und schon wieder komplett Alarm vorbei. Dadurch, dass ich nicht boosten kann, solange das Ding nicht voll ist, habe ich das Problem, dass... Oh, komm schon! Ich jetzt hier erst wieder warten muss, bis die Boosterleiste sich aufgefüllt hat. Sieht aber ganz gut aus. Und so habe ich das Rennen jetzt gewonnen. Wie gesagt, also das ist eine neue Lösung von diesen Rennen, die mir tatsächlich nicht so gut gefällt. Natürlich zielen die Entwickler darauf ab, dass ihr irgendwann die Stadt einfach so gut kennt, dass ihr nicht immer wieder auf die Karte gucken müsst, um dann die Rennen zu machen. Aber bis ihr dahin kommt, ist es doch wirklich sehr, sehr hakelig und ihr müsst immer wieder drauf gucken. Und das also gefällt mir tatsächlich nicht so richtig gut. Was mir auch nicht so gut gefällt, ist eine Sache, die völlig anders als bei den Vorgängern ist. Ah, fast geschafft. Fast eine Barrel Roll hingekriegt. Die bei den Vorgängern ja auch anders geregelt war, dass ihr in den Events tatsächlich nicht stoppen und nochmal neu anfangen könnt. Also ihr müsst, wenn ihr ein Event gestartet habt, müsst ihr es bis zum Ende durchfahren und könnt, wenn ihr dann quasi schon seht, dass es nicht klappen wird oder dass ihr halt einen Unfall gebaut habt oder ähnliches, müsst ihr das Event zu Ende fahren, müsst dann theoretisch, wenn ihr dasselbe Event nochmal machen wollt, müsst ihr die komplette Strecke wieder zurückheizen und müsst dann nochmal von vorne anfangen. Weiß ich nicht. Ich meine, klar, wahrscheinlich die Entwickler sagen sich auch, okay, wir wollen ja, dass die Leute die einzelnen Events auch ernst nehmen und dann eventuell auch mal als Zweiter oder Dritter anfangen oder ankommen. Weil es ist ja kein Problem, dann direkt das nächste Event auch wieder zu starten. Aber ist halt auch Geschmacksfrage und mir gefällt es tatsächlich nicht so richtig gut. Muss ich zugeben. Ist eine Sache tatsächlich, wo man überlegen hätte können, ob man da nicht die Option einfach offen lässt, die Sachen auch nochmal neu zu starten. So, wir heizen jetzt nochmal ein bisschen weiter hier durch. Ja, also riesige Stadt. Sieht richtig toll aus. Ups. Was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, was ich euch aber noch auf jeden Fall zeigen will, ist Showtime. Das ist etwas, was ihr, wann immer ihr wollt, im Spiel einfach aktivieren könnt. Ist so der... Jetzt kriege ich die doch nicht. Ist so quasi der Crash-Modus von Paradise. Wir erinnern uns alle, bei den bisherigen Burnout-Teilen war es so, dass ihr auf eine Kreuzung quasi Zufahrt und dann so vorgegebene Situationen einfach auslöst und dann aber in dem Moment, wo euer Auto crasht, auch nichts mehr machen könnt, wie quasi im realen Leben. Und dann einfach geguckt habt, okay, möglichst viel Schaden mit einem Crash, den ihr einfach startet, zu erzielen. Hier ist es so, dass ihr komischerweise die Möglichkeit habt, mit X immer wieder euer Auto so hüpfen zu lassen und dann in die Autos reinzuspringen und damit halt Schaden zu kreieren. Und das überall, wo ihr wollt. Dass ihr es überall machen könnt, wo ihr wollt, finde ich ganz cool. Dass ihr aber dieses Hüpfen und sowas, finde ich irgendwie, ist nicht mehr der Crash-Modus, der mir damals tatsächlich auch viel Spaß gemacht hat. Ein neues Feature. Kann man sich fragen, ob das tatsächlich das ist, was man gerne haben möchte. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein zusätzliches Feature ist, was man eventuell zu dem altmodischen Crash-Modus noch dazu gehabt hätte. So, das war's für mich mit Burnout Paradise. Muss sagen, eine würdige Umsetzung für die PlayStation 3. Also zum ersten Mal mit der PlayStation 3, der erste Teil auf der PlayStation 3. Wenn ihr also noch keinen Burnout habt auf der PlayStation 3, was natürlich nicht sein kann, da es noch keins gibt, und große Fans der Serie seid, auf jeden Fall mal anzocken. Für alle anderen muss ich sagen, die alten Teile haben auf jeden Fall auch ihre Vorteile gehabt und haben teilweise tatsächlich Sachen besser gemacht. Insofern einfach mal antesten, einfach mal selber spielen. Mir macht es wirklich viel Spaß, das mit der freien Stadt, da kann man sich dran gewöhnen. Der Vorteil davon ist definitiv, dass man sich teilweise wirklich in Spots absolut verliert und dann rumspringt und rumfährt und guckt, wie man da hinkommt. Das macht durchaus Spaß, aber ich persönlich muss sagen, mir haben diese eher linearen Events, die aneinandergereiht wurden, doch dann ein bisschen besser gefallen. Das war's mit Burnout Paradise. Wir kommen jetzt zu etwas anderem und zwar kommen wir jetzt zu
etwas, genau, zu ein paar neuen Trailern, die im PlayStation Store zum Herunterladen sind, die ein bisschen Ausblick auf Software-Titel geben, die in naher Zukunft erscheinen werden. Und da es sich da um Trailer handelt, die ich hier auch zeigen darf, tatsächlich vor 22 Uhr, dachte ich mir, machen wir doch gemeinsam mal einen kleinen Ausblick auf das, was in naher Zukunft noch für die PlayStation 3 umgesetzt werden wird. Und dazu gehört unter anderem Brothers in Arms, Highway to Hell oder Hell's Highway, keine Ahnung ganz genau, wie der Untertitel lautet. Das Spiel erscheint auch relativ bald und wir gucken doch mal zusammen rein, inwiefern das ein Titel ist, auf den wir uns gemeinsam freuen können. Bitteschön. It was hailed as the largest airborne invasion ever put together. It was simple. Get some trucks up a highway and be home by Christmas. It's never that easy. Hell's Highway, da haben wir es nochmal stehen. Ich gebe zu, kein Titel, auf den ich mich großartig freue. Also irgendwie, sorry, aber diese Second World War, also World War II Szenarien, und ich meine, wir haben Call of Duty 4. Also da muss ich sagen, weiß ich nicht. Lassen wir uns überraschen, vielleicht kommt da ja doch noch was um die Ecke, was tatsächlich auch spielerisch dann überzeugen kann. Grafisch, muss ich jetzt auch sagen, hat sie mich nicht wirklich vom Hocker gehauen, also insofern lassen wir uns einfach da wirklich mal überraschen. Was mich auch, da war ein kleiner Haker drin, habt ihr es gemerkt? Ich war mir nicht ganz sicher, worauf ich hinaus wollte. Deswegen, was aber auch tatsächlich ein Titel ist, auf den ich sehr gespannt sein werde, oder auf den ich sehr gespannt bin, ist Sid Meier's Civilization. Dazu gibt es auch einen Trailer, den starte ich jetzt einfach mal. Währenddessen rede ich vielleicht noch ein bisschen drüber. Ja, Sid Meier, natürlich mit Civilization eher ein PC-Titel und auch generell das komplette Genre von Civilization ist ja doch eher mit, also Echtzeitstrategie, dann doch eher etwas, was die PCler zurzeit noch eher erfreut. Die Umsetzung für Konsole gestaltet sich bei solchen Sachen ja dann doch immer ein bisschen schwierig, wegen mangelnder Präsenz von Maus und Tastatur. Und allein deswegen bin ich schon mal sehr gespannt, wie sie sich letztendlich umsetzen werden. So diese ganze Möglichkeit mit Civilization für diejenigen, die es noch nicht kennen oder nicht wissen, was sie darunter vorstellen können. Einfach die Möglichkeit halt Zivilisationen nachzustellen, beziehungsweise eine Entwicklung halt aus der, ich denke mal so, ja, mal wieder Bronzezeit oder zumindest halt Altertum, also Römer und ähnliches, bis dann in die Neuzeit, wo dann Space Shuttles und ähnliches relevant werden. Macht auf jeden Fall Spaß. Und wäre auf jeden Fall auch mal ein Genre, was ich mir ein bisschen präsenter auf der Konsole wünschen würde. Insofern lassen wir uns mal überraschen. Und Sid Meier, ja, steht definitiv für qualitativ hochwertige Umsetzung von solchen Sachen. Und er hat, ich glaube, das steht hier in dem Trailer auch drin, dass das Spiel das ist, was er schon immer hat machen wollen und sich damals vorgestellt hat, als er mit dieser Reihe angefangen hat. Genau, das ist das Spiel, das ich immer machen wollte. Ja, das muss er natürlich sagen, weil dafür kriegt er das Geld. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir durchaus gespannt sein können, weil mit Civilization für die PlayStation 3 ja, betritt dann ein Genre auch die Konsolenwelt erneut und da ist Sid Meier definitiv ein bisschen in der Bringschuld, dass er da auch was Vernünftiges präsentieren kann. Diese Trailer, wie alle anderen Sachen, die es im PlayStation Network Store zu finden gibt, findet ihr natürlich ganz einfach im PlayStation Network Store. Dazu sage ich nicht mehr viel, denn den habe ich schon mehrfach präsentiert. Stattdessen präsentiere ich euch etwas, was ich auch schon häufig präsentiert habe. Aber dafür bekomme ich Geld und deswegen mache ich es trotzdem, die Werbung. Und du glaubst, du hast schon alles gesehen. Steht da.
Finde ich eigentlich einen sehr schönen Übertitel. Und du glaubst, du hast schon alles gesehen. Ich meine, das glauben ja letztendlich doch alle. Und vor allem hat man im Genre der Zombie-Filme vielleicht schon alles gesehen. George Romero, der Begründer quasi dieser sehr beliebten, aber natürlich von den Kritikern immer verteufelten Gattung des Filmes, hat bestimmt irgendwann mal was total Cleveres zu dem Thema gesagt. Leider weiß ich es nicht. Insofern sage ich jetzt einfach selber mal was Cleveres dazu. Zombie-Filme sind komisch. Ich glaube, die guckt man sich definitiv nicht mit seiner Freundin an, guckt man sich immer nur mit Kumpels an und dann tut jeder so, fand ich gar nicht schlimm, überhaupt gar kein Problem. Ich gebe an dieser Stelle öffentlich zu, ich finde Zombie-Filme häufig echt ein bisschen zu krass. Und sehe es oft auch nicht unbedingt als Filmgenuss an, sie mir anzuschauen. Insofern muss ich sagen, dass ich mit 28 Weeks Later und auch mit dem Vorgänger 28 Days Later nur bedingt was anfangen konnte. Aber, und das kann ich einfach an der Stelle auch sagen, weil ich natürlich mich dann damit beschäftigt habe, beziehungsweise auch sie nicht desto trotz in getrauter Runde mir mal angeschaut habe. Sie haben einfach etwas an sich, was wirklich packt. Und gerade diese Serie, also 28, was auch immer, macht wirklich Spaß und die Kritiker sind sich auch einig, dass es quasi das Genre mal wieder neu definiert und tatsächlich auch mal wieder so ein bisschen, und pass auf, frisches Blut in die ganze Sache reinbringt. Deswegen heute von mir hier die Präsentation von 28 Weeks Later. Eine Blu-ray, die jetzt rausgekommen ist, die vollkommen zu Recht ab 18 ist und die auch vollkommen zu Recht von mir natürlich deswegen auch in einer sehr stark entschärften Präsentation heute von mir für euch vorgestellt wird. Das Ganze setzt an bei, ja, also beim, bei dem, also ist die Fortsetzung von 28 Days Later und da wir uns da natürlich ein bisschen schlau machen wollen, inwiefern 28 Days Nein, Later, also wo es darum ging, gucken wir uns jetzt einfach mal zusammen den Kinotrailer zu dem 28 Tage später an. Dann wissen wir, worum es geht. Bitteschön. Wake up today in hospital. Wake up and I'm hallucinating. Hello. I've got some bad news. They're infected. Infected. Father. Infected with what? Oh, I shouldn't have done that. The blood. There's something in the blood. You never go anywhere alone unless you've got no choice. Hello? Unless the two only travel during daylight, unless you've got no choice. This really is a bad idea. You know why? It's obviously a bad idea. We have to leave now. More will be coming. They always do. You're gonna be next. Ja, sehr, sehr krass. Na gut, 27. Juni stimmt nicht mehr so ganz. Der Film ist schon draußen und war ein ja, tatsächlicher Überraschungserfolg. Und jetzt dann mit 28 Wochen später quasi, was mache ich denn hier? So, 28 Wochen später die Fortsetzung. Und da gucken wir doch einfach mal ganz kurz noch rein, inwiefern die Fortsetzung. Mir geht's so beschissen. Na, komm schon. So. Die Kinder sind in Sicherheit, oder? Natürlich, ja. Wo bin ich denn? Dann kann mir die Klassenfahrt bezahlen. Wollte ich das zeigen? Ah ja, genau. Zeige ich euch noch ein bisschen was von dem Film, was ich euch zeigen kann, weil da nichts Blutiges passiert. Aber
quasi die Fortsetzung von 28 Tage später und was da alles auf die Jungs und Mädels wartet, die nach England zurückkommen, da gucken wir mal ganz kurz rein. In London. Hey Doyle, hast du Spaß da unten? Ach, du kannst mich, du Arsch. Soll ein Kampfeinsatz sein? Wo ist denn hier der Scheißkampf? Ganz meine Meinung. Gib mir irgendein Ziel. Kannst du kriegen. Nordöstlich im Krankenhaus, 20. Stock, drittes Fenster von links. Ein fetter Typ holt sich auf dem Klo einen runter. Fettbacke schon wieder. Hab ich gestern schon gesehen. Ich sehe ihn nicht. Wo ist denn der kleine Wichser? Auf sowas gehst du. Da ist er. Im 20. mit seinem Pimmel in der Hand. Ja, genau über dem Notausgang, Mann. Ich glaube, der braucht eine Wichsverlängerung. Also was mir tatsächlich bei dem Film sehr, sehr gut gefällt, ist dieses sehr, sehr realistische Setting einfach. Also es ist ja wirklich da, ne, London von heute und nicht so das, was man aus den vergangenen Zombie-Filmen kennt, wo es irgendwie ja doch nicht so richtig in unserer Zeit ist und doch wirklich sehr ultra realistisch das Ganze aussieht. Da sieht's harmlos aus. Glaubt mir, es wird noch anders. Der Film kommt natürlich, wie es sich für eine Blu-ray gehört, in 1080p daher, mit jeder Menge Bonusmaterial auch noch dazu. Unter anderem natürlich Kommentaren vom Producer bzw. Regisseur und den Schauspielern und auch verschiedenen 28 Days Week oder was auch immer Comics. Also, das Ganze, die Blu-ray des heutigen Tages. Wir müssen schon wieder zum Ende kommen. Nächste Woche FIFA Street. Wir werden ein bisschen Soccer zocken und ich werde wieder beweisen, dass ich es unglaublich drauf habe. Wir sehen uns. Ciao.